Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge LS22 Frontiers, mein Lieben. Natürlich mit dabei Dominik und Jan. Moin. PL ist nichts weiter passiert, weil die PL gerufen wurde. Das ging es wieder mal um den Mist von Tino. Einer hatte in Chat geschrieben wegen den Feldgrößen, dass wir 300.000 mehr zahlen für die Felder als der Rest. Das habe ich jetzt mal weitergeleitet. Mal gucken, ob da was passiert oder nicht oder ob da schon was passiert ist. Weil ich glaube, in irgendeiner Art und Weise hatten wir darüber schon mal geredet. Aber ich weiß nicht, wie das war damals mehr tatsächlich. Aber eventuell, wenn Dominik Zeit und Lust hat, kann er da mal anfragen. Mhm. Dann wissen wir das vielleicht bis zur nächsten Aufnahmesession dann mehr. Ansonsten werde ich jetzt... die Ernte habe ich reingefahren. Ich werde jetzt mal ganz, ganz entspannt ansäen gehen. Jan macht einen Auftrag, sobald er fertig ist. Dominik fährt noch Stroh ein, oder? Ja, da sehen wir es gerade. Ich mache den Auftrag jetzt gerade schon. Ja. Dann kann Dominik ja auch einen Auftrag machen oder keine Ahnung, was noch zu tun ist. Ja, also es ist ein Mähauftrag, also könnte er. Helfen. Ja, ihr müsst. Aber irgendwelche Traktoren sind hier an. Der JZB läuft. Ach, ja, ich bin da eben rausgesprungen. Sorry. Er hat sich das ja schon bereitgestellt, alles. Was? Er hat hier ein Big M stehen auf dem Feld. Tino. Gemietet von Tino und Big M. Dann ein Bandlaufwerk. Ist das wieder ein Fehler vielleicht? Nee. Gemietet von Tino. Aber ein Big M kriegst du nicht, einfach so. Er steht hier auf dem Feld. Auf dem Feld, wo ich jetzt den B-Auftrag mache. Aber mach ihn einfach. Vielleicht, es kann halt sein, dass er dann aus Frust oder so dir dann da zwischengrätscht, ne? Indem er einfach zwei Felder, ich glaube, das Geld hätte er, dass er die zwei Felder einfach kauft. Ja, kann er schon, aber ich glaube, er hat das Feld 5 noch nie besessen. So wie keiner. Ah, ist das eins, was noch keine... Warte mal, Feld 5? Feld 5 ist das letzte... Das Oha, nice. Dann würden wir eventuell eine Challenge erfahren, wenn er das macht. Solange er die hier nicht erfüllt, kann er ja auch nicht kaufen. Richtig. Krass, ja, dann sind wir ja safe. Dann, oh, dann wird er sich richtig schön ärgern. Ich? Ja, ich bin Lux. Die sollen auch ganz schön stinken. Aber sind schöne Tiere. Dankeschön. Mark Lux ist einer meiner Lieblingstiere. Einmal Perl anrufen, ich werde beleidigt im Team. Er hat nicht gesagt, dass es so ist, er hat gesagt, es soll so sein. Ja, alles gut. Aber das Jahr ist auch schon bald wieder rum, ey. Echt krass. Bin ich gar nicht böse drum. Irgendwie war das nicht so geil, das Jahr. Nee, war es auch nicht, definitiv nicht. Ich habe Hoffnung in 2023. Es kann nur besser werden. Das nicht, bei mir zumindest. Aber es hat viel Potenzial, besser zu werden. Ich muss morgen in den Wald, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nirgendwo hin. Ich habe genau ein Date morgen. Und das ist zum Doppelkopfspielen mit meinen beiden Cousinen und meiner Mom. Freue ich mich drauf. Wetterbericht kann man sich auch wieder nicht verlassen, es soll nicht regnen. Habe ich wieder 4 Tage Muskelkater. Ja. Das heißt, Chat, falls Tino anfängt, da Felder zu kaufen, müsst ihr rübergehen und gucken und verifizieren, dass es kein Feld, dass erstens zu rechten Dingen zuging und zweitens, dass die 5 in dem Fall kein Challenge-Feld war.
Bei der 6 bin ich mir unsicher, ob die schon mal jemand besaß. Das ist ja unsere 43. Ich glaube nicht, nein. Wir haben da halt nur den Auftrag. Ja, das heißt, man würde ja dadurch jetzt zwei Felder wieder ausschließen können. Eins. Ach so, doch, ja, er kauft ja das dann auch. Er muss ja beide kaufen. Ja, wie gut, ey. Das wäre zu krass. Na, das macht auf gar keinen Fall. Er wird keine zwei unbekannten Felder kaufen, nur um dir den Auftrag zu versauen. So irre ist, glaube ich, nicht mehr, ja. Aber er hat so schön alles hier stehen. Ja. Ballenwagen, Presse, alles. Alles für diesen Feld. Alles für diesen Auftrag. Ja, aber wieso hat er ihn nicht angenommen? Hat er gepennt oder was? Keine Ahnung. Beschäftigt mit seinen Rindern. So. So. Wo ist weg? Sehr gut. Was soll ich jetzt machen? In der Mitte, Mittelfeld kannst du die den Auftrag machen mit Ballen. Wir haben doch drei Aufträge jetzt offen. Achso, nee, dann kannst du nichts machen. Wir haben jetzt zwei Ernter, die wir hatten, Mais und Sonnenblumen. Ja. Und die haben wir nicht abgeschossen. Richtig. Rumpel dich die Biogasanlage. Jo. Weiß nicht, ich glaube sogar, das Fahrsilo könnte reif sein, also dass du das leer machen kannst. Ich glaube ja. Und dann könnte man die 100.000 Gras vielleicht aus dem Lager da ja mal reinschmeißen mit zusätzlich. Wenn wir ja das nächste Mal ernten. Ja. Tino hat den Auftrag von Feld 23, also dem in der Mitte. Ach, der hat sich das in der Mitte geholt, okay. Passt. Ja, da wird er sich ärgern, dass das mit der 5 nicht geklappt hat. Wundert mich auch, dass da Gras drauf ist auf dem Feld eigentlich. Venny übrigens, moin. Schönen guten Abend. So, jetzt können wir gleich Bahn fahren dann. Ich wollte nur zweimal drum rumfahren. Interessiert ihr euch für Dart? Ja, tatsächlich. Ich habe es gar nicht verfolgt. Aber. Deutsche ist gerade weitergekommen. Ist Snakebite noch drin? Ja, der spielt heute Abend. Einer hatte ja drei Perfekte geworfen, ne? Entschuldigung, nicht drei, neun. Echt? Gab's jetzt? Ja, ja. Aber schon vor zwei, drei Tagen, glaube ich. Da war Weihnachten, da war nichts. Na dann, ich hab's aber vor zwei, drei Tagen erst gesehen, dann war's halt davor. Aber auf jeden Fall hat der das, ich weiß gar nicht, überschaubar oft wurde das bisher geschafft. Ja. Der hatte das geschafft, ja, neun perfekte Darts. Irgendeiner, den ich aber auch nicht kannte. Der Deutsche ist jetzt im Last 16, ist Achtelfinale. Ja. Nee, 16. Finale, oder? Gibt's ja. Das nicht auch? Letzten 16 und 8 Partien quasi, oder? Achso, ja, ja, na klar, ja, doch. Ja, ich finde halt Peter Wright, finde ich irgendwie nicht cool irgendwie, ich weiß nicht.
Meine Güte, was ist denn los? Was ist denn los? So, Bahnen fahren. Vor allem irgendwie sind die immer wie Karneval angezogen, die Zuschauer dort, ne? Ja. Was hat das auf sich? Keine Ahnung. Was ich auch krass fand, in England spielen sie ja jetzt schon wieder Fußball. Oh ja. Das ist ja hier dieser Boxing, die haben ja gestern schon gespielt und heute sind noch Spiele und im Silvester glaube ich auch. Und da haben sie gesagt, ja, das ist in England Tradition, uns egal, ob da jetzt WM war oder nicht. Ja, es ist echt so. Das ist so krass. Die spielen einfach durch. So, und dann haben sie, glaube ich, im Januar Pause ein bisschen. Ja, 2 Wochen. Und dann ja, geht's weiter. Die haben ja sowieso schon so viele Spiele in der Liga. Also, bei Pokalwettbewerbe. Ja, das ist echt heftig. Und jetzt wollen die ja noch mehr reindrücken eigentlich. Die Jungs arbeiten auf jeden Fall viel Geld da in England. Ja, generell die Nationalmannschaften sollen ja auch noch mehr spielen. Naja, es bringt ja alles Geld, ne? Alle 3 Jahre soll jetzt die WM ausgetragen werden. Denn die Club-WM wurde jetzt hochgestuft, oder möchte er hochstufen. Ja. Will richtig groß werden, also wie eine normale WM für ja, Mannschaften. Ja, 32 Mannschaften will er da ja reinhaben. Das ist schon groß und wahnsinnig irgendwie, habe ich das gehört. Einfach nur Geld, Geld, Geld. Ja. Die sollen verheizt werden. Wenn das Silo fertig ist, war das Gras doch eigentlich auch. Könnten wir das auch wieder machen, wenn das Silo leer ist? Ja, da kannst du dann die 100.000 aus dem Silo reinkippen und das vom Grasfeld. Grasfeld. Cool. Ausfall können wir am Morgen dann ernten. Ist nochmal eine Wachstumsstufe drauf. Willst du Freezy vielleicht nochmal abspatzen, dass er das Güllefass nochmal voll wieder mitbringt? Aber brauchen wir oder was? Ja, gut für die Biogasanlage halt. Ja. Aber dann. Hallo. Hallo. Ja, wenn ihr fertig seid mit dem Fass und es wiederbringt. Ja. Könnt ihr es dann voll wiederbringen? Brauchst du was oder? Haben wir noch was? Nee, ich hab so alles reingeschmissen. Oh, ja. Mal wäre durch. Ja, ja. Nee, ist auch. Ich meine nur, dass wenn halt was da wäre, dass es reinlasst. Also natürlich entgeltlich geregelt. Ja. Nur so voraussichtlich. Ja, wir gucken. Wenn was da ist, dann. Ja, ja, ja. Was macht ihr da draus? Auch Direktdünger? Ja. Okay. Ne, wir machen es ja die BGA. Ja. Wie läuft denn die BGA so? Ja, das ist für den Arsch eigentlich, also ganz ehrlich. Also es ist. Jetzt stimmt es wahrscheinlich nicht mehr, weil wir ja mit Max am Kredit sind, aber so, wo wir so Mittelkredit hatten, so die Hälfte ungefähr, da konnte man sagen, dass die BGA die Kreditzinsen zahlt. Aber. Mehr nicht. Die ist zu klein, da wirklich was zu reißen, weißt du. Ich hatte auch überlegt, anfangs des Projekts, ob ich sie direkt verkaufe, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat mich da abgehalten von. Bestimmt Dominik. Ich habe meinen ganzen Traubenscheiß sofort verkauft, ey. Ja, das hätte ich aber auch.
Es bringt gar nichts. Also der Aufwand, der Ertrag ist viel zu gering. Da musst du wirklich, hättest du schon ein ganzes Feld bekommen, hätte man jetzt gesagt, du kriegst Feld X komplett mit Reben voll, dann hätte es nicht Sinn gemacht. Aber 400.000 Reben, das waren ja nicht mal zwei Bahnen oder gerade mal zwei Bahnen. Die paar Träubchen, dafür ist der Vollente auch zu teuer. Hätte man wenigstens den Vollente noch stellen müssen, aber dann hättest du das Budget ja schon längst erreicht mit. Ja. Oder 500.000. Jetzt letzte Feld-Challenge: 35.000 Liter Weintraum. Tadum. Das wäre hart, Alter. Was, dann ziehst du das Projekt aber noch. Ja. Manu, können wir wieder Traktor tauschen? Wir haben noch hier euren New Holland. Ja, du musst so zu mir aufs Feld kommen, weil ich fahre gerade mit eurem Valdra. Ja, alles klar. Gut. Naja, alles klar. Dann, ja, könnt ihr mal gucken, wenn ihr es nicht mehr braucht, ob dann... Ja. Bis dann. Bis dann. Wagen fahren. Naja, hast du leider doch noch ein bisschen Arbeit. Die haben eine Gärreste Düngerproduktion, da haben die gerade alles reingeworfen. Aktuell, aber... Ja, wenn wieder was da ist, wenn du was... Wir machen aus Gärresten keinen Dünger, nein. Wir machen die Gärreste in die Biogasanlage. Wir machen aus... Aus Gärreste machen wir Gülle. Aus den Gärresten der Biogasanlage machen wir den Dünger. So rum. Ja, genau. Gülle würden wir zu Gärresten verarbeiten lassen über die Biogasanlage. Genau, so rum war es. Ich habe es ja gerade durcheinander gebracht. Also machen... Freezy macht anscheinend mit der Gülle Dünger. Und wir machen mit den Gärresten aus der BGR Dünger. Ja. So rum war's. So wie Tino eben das auch macht mit seinen... Ja. 100.000 Kuhstellen da. Ja, das ist echt krass. Ja. Jo, Stall hier passt. So. Ich hatte heute seit zig Jahren mal wieder einen Kater. Aber ich trinke ja überhaupt keinen Alkohol. Das war auch, ey, Weihnachten bei den verschiedenen Familien. Möchtest du ein Eierlikör? Möchtest du Wein? Möchtest du ein Bier? Ich sag, Oma, seit wann trinke ich keinen Alkohol mehr? Frag mich doch nicht jedes Mal. Bei den Schwiegereltern genau das gleiche. Meine Mutter, also trinke eigentlich, weil ich trinke keinen Kaffee und meine Mutter fragt mich auch jedes Mal, ob ich einen Kaffee will. Ja, selber auch. Wir trinken ja auch beide keinen Kaffee. Auch beim Kaffee trinken das gleiche. Trinkt ihr Kaffee? Nein. Kann sich ja ändern, man weiß ja nicht. Ja. Nächste Weihnachten komme ich einfach rein. Ich hätte gerne ein Bier, einen Kaffee und eine Zigarette. Oder was ist los? Erstmal voll Schock. Und the line gooks. Nee, ich trinke auch keinen Kaffee, ne. Also, dass wir auf dem Feld sind, das hat Tino gesehen. Der hat sich nämlich eben einen Trecker von dem Feld runtergeholt, der hier stand mit einem Anhänger. Ja. Yeah. Aber er hat nichts gemacht. Ich habe gedacht, jetzt kommt da irgendwas, aber nee. Ich wünsche manchmal, ich würde Kaffee trinken, weil ich glaube, weil wenn ich mal Energie brauche, hole ich mir dann halt einen Red Bull oder trinke halt Cola. Und ich glaube halt, dass Kaffee trotzdem noch gesünder ist als Cola und Red Bull. Ja. Aber leider schmeckt es mir überhaupt nicht. Egal ob mit Milch, ohne Milch, mit Zucker, es ist einfach nur widerliches Gesaff. Meine Geschmacksnerv. Das einzige, wo ich mit Kaffee ein bisschen umgehen kann, ist ein Tiramisu. Weil da ist ja auch Kaffee drin, glaube ich, ne? Ja. Also das ist so das Einzige, was ich esse, wo Kaffee drin ist.
Aber ansonsten. Kaffee, auch in Essen komme ich nicht drauf klar. Auch gibt es ja auch so Kaffee-Eis und so. Nee, mag ich auch überhaupt nicht. Und wenn in Essen so, also Wein in Essen, der wird ja verkocht, das ist okay, aber wenn da so Rum oder sowas. Auch nicht, ja. Komplett raus. Sobald irgendwas nach Alkohol schmeckt, mag ich es auch nicht. Ja. Da ist das absolute Grenzprodukt Rotweinkuchen. Gibt es ja, glaube ich, auch sowas in der Art. Da muss ich sagen, der schmeckt noch irgendwie geil, wenn er gut gemacht ist. Aber das war es dann auch so. Kommt immer drauf an, wie viel Milch und Zucker reinmachst du. Ja, ich habe alles versucht, glaube ich, wirklich. Trinkst du deine Milch dann mit Kaffee? Ich habe sogar auch die andere Art versucht. Ich habe mir gedacht, komm, dann halt ein Espresso in der Kanzlei damals noch. Weil ist nur wenig, einfach runter und tschüss. Ich bin fast verreckt. Also wirklich, also das, es war so eklig. Ich könnte es überhaupt nicht in Worte beschreiben, was ich gefühlt habe, als ich das getrunken habe. Ich werde beobachtet. Okay. Tino sitzt in dem Big M, der hier auf dem Feld steht. Kannst du dich ja mal fragen, ob er dir ein bisschen hilft? Ja. Ich glaube, darf er gar nicht. Geht gar nicht, ne? Nee. Gut, ein bisschen lasse ich jetzt. Er ist wieder rausgehüpft. Ja. Mal beobachten, was sie jetzt hier so machen. Dass sie hier. Irgendwelchen Felderkauf machen. Oh, es ist ein Güllefass im Angebot für 19% reduziert und eine Maus für 53% reduziert. Brauchen wir. Ja. Unbedingt. Dann ein grober, einen Zweiachser-Ladewagen, 49% reduziert. Haben wir schon. Haben wir denn Zweiachser? Baut man Zweiachser. Elon. Oh, er fällt mir sogar vom Platz runter. An Weihnachten gab es beim Schwiegeromi Lachs mit Frischkäse. Oha, geil, Alter. Im Blätterteig auf Spinat gekocht bin. Gorgonzola und mag einfach alles nicht. Digga, den Lachs auf Frischkäse im Blätterteig mit Spinat, den hätte ich ja vernichtet. Das klingt ja richtig gut. Und Gorgonzola fühle ich wieder gar nicht. Nee. Ich dachte, er fährt mich jetzt um. Er macht mir sogar das Feld frei. Was ich ja sagen muss, meiner Oma ihre Gans dieses Jahr leckt mich am Arsch. Also die war ja. Also es war eine 5 Kilo Gans. Und die war perfekt. Ein gleichmäßig gebraunte Außenhaut, knusprig wie Sau und das Fleisch ist auf der Zunge zerfallen. Also es war, oh, es war ein Traum. Also sie ist jedes Jahr gut, aber dieses Jahr habe ich das gedacht, also dieses Jahr alles. Hat sie sich selbst übertroffen. War richtig heftig. Schweinefilet-Topf gemacht, besteht eigentlich nur aus Fett. Rand, Sahne. War aber lecker. Ja. Ich hatte meine Mutter ein bisschen beleidigt von meinem Cousin. Der meinte, das schmeckt besser als Igoroladen. Da war so ein bisschen. Ui. Ja, bei Schwiegermutter gab es Wildgulasch mit Klößen, war auch geil. So, Freunde, aber mit dem Wildgulasch gehen wir ins Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei den anderen vorbei und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss und ciao.